saßen im Palast und es sprach zu ihm eine Magd und sprach: Du wurdest auch mit dem Jesus Galiläa. Er leugnet aber vor ihnen allen und sprach: Weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Der war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petro: Rabbi, du bist auf deine Verdienste, deine Strafe.
Jesum, dass sie ihn töteten. Und banden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn im Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass verdammt war zum Tode, gereuelte es ihn und brachte wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geben uns das an? Was geben uns das an? Was sehen gut zu dir werden? Und warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es kommt, dass wir es kommen, dass wir sehen, den Gott, dass wir leben. Denn es ist nur Geld. Darum zum Begräbnis der Pilger.
da hier ist derselbige Acker genennet, der Blutacker, bis auf den wolkigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht, sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landflieger, und der Landflieger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest's. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landflieger sehr verwunderte. Sollten und Jesu umbrächten. Da
Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Das ist und schwur dazu: Ich helfe.
verstanden und sprachen zu Petro: Nein, Felix!